Noblesse oblige heißt die Arbeit von Pierre van Dyck, einem niederländischen Künstler. Wir finden sie auf dem Weg von Westfalia zum Pfarrhaus auf der rechten Seite auf der Rückwand der Turnhalle. Relativ weit oben und unscheinbar. Noblesse oblige, Adel verpflichtet, ist eine Redewendung, die sowohl bei uns in Deutschland, insbesondere aber in den Niederlanden, sehr geläufig ist und Verhaltensweisen beschreibt, die etwas anders sind als die der normalen Durchschnittsbevölkerung, etwas edler, etwas elitärer vielleicht, die auch etwas beschmunzelt werden können. Und diese Arbeit trägt diesen Titel, weil der Künstler Pierre van Dyck tatsächlich zum Ritter erhoben wurde. Es gibt in den Niederlanden den Orden von Oranien-Nassau in 5 verschiedenen Klassen. Und Pierre van Dyck hat diesen Orden verliehen bekommen für Verdienste für die holländische Gesellschaft in der Klasse 5 und daher nennt er sich nunmehr Ritter. Das hat ihn veranlasst, sich mit dem Thema Ritter überhaupt noch einmal auseinanderzusetzen und hat dann, als er hier durch Kinderhaus lief, diese Wand gesehen, die ihn an eine mittelalterliche Festung erinnert hat. Er hat quasi ganz oben eine Art Fenster gesehen und es geschmückt mit einem Ritter, der hinausschaut. Wir können natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass es sich um ein Selbstporträt handelt, aber zumindest hat die Arbeit einen ganz eindeutigen autobiografischen Aspekt.